Der FC Arsenal hat auch ohne Spielmacher Mesut Özil seine Siegesserie ausgebaut und gegen Sporting das 11. Spiel in Folge gewonnen. Premier League-Rivale Chelsea blieb hingegen auch im 13. Spiel ungeschlagen. Während der AC Milan nach der Derby-Pleite gegen Inter den nächsten Rückschlag hinnehmen musste, feierten die spanischen Teams Kantersiege. Der Welbeck, 77., erzielte das Tor des Tages für den FC Arsenal, deren Einzug in die Zwischenrunde nach 9 Punkten aus 3 Spielen kaum noch in Gefahr geraten sollte. Während Özil 3 Tage nach seiner Gala gegen Leicester City eine Pause bekam und neben Shkodran Mustafi auf der Bank saß, stand Bernd Leno wie schon in den vergangenen Spielen im Tor der Gunners. Neben dem FC Arsenal schraubt auch Liga-Konkurrent Chelsea weiter einer Serie. Die Blues sind nach dem 3:1-2:0 gegen Bayer Borussia auch im 13. Saisonspiel noch ungeschlagen. Ruben Loftus-Cheek erzielte alle 3 Tore, 2., 8., 54. Für die Gäste aus Weißrussland traf Alexei Rios. Nationalspieler Antonio Rüdiger, zuletzt beim 2:2 gegen Manchester United Torschütze, blieb draußen. AC Milan nach Derby-Pleite auch in der Europa League ohne Erfolg. Eine Überraschung, verpasste der Fußballzwerg F91 Düdelingen aus Luxemburg. Das Team vom deutschen Trainer Dino Topmöller hielt gegen Olympiakos Piräus lange mit, verlor letztlich jedoch 0:2, 0:0 und wartet weiter auf den ersten Punkt in der Europa League. Die Führung in der Gruppe F übernahm Betis Sevilla, die Spanier gewannen 2:1, 1:0 beim AC Mailand. In der Leipziger Gruppe B steuert Red Bull Salzburg nach dem 3:0, 1:0 über Rosenborg Trondheim, dem 3. Sieg im 3. Spiel, dem Gruppensieg entgegen. Munasterbird 34., 59., Foulelfmeter und Hannes Wolf 53. erzielten die Tore. Leverkusen, 6 Punkte, ist trotz der Niederlage in Zürich, 9, klar Zweiter der Gruppe A. AEK Larnaca und Ludogorets Razgrad trennten sich 1:1, 1:1 und holten damit jeweils den ersten Punkt. Sevilla und Villarreal mit Kantersiegen in der Europa League hinter dem souveränen Spitzenreiter Eintracht Frankfurt, 9 ist Lazio Rom, 6. Zweiter in der Gruppe H. Die Italiener gewannen durch die Tore von Wallace 10., Felipe Caicedo 59. und Adam Marusic 90. bei Olympique Marseille 3:1, 1:0. Die Franzosen, für die Dimitri Payet 86. traf und Apollon Limassol sind mit jeweils einem Punkt schon abgeschlagen. Der dreimalige Europa-League-Gewinner FC Sevilla, 2014, 2015, 2016, rehabilitierte sich für die Niederlage bei FK Krasnodar und ließ Schlusslicht Akisar Belediyespor aus der Türkei beim 6:0, 3:0, keine Chance. Auch Sevillas Liga-Kontrahent FC Villarreal überzeugte und deklassierte Rapid Wien mit 5:0, 3:0. Torwart Lloris Karius, vom FC Liverpool an Besiktas Istanbul ausgeliehen, verlor mit den Türken gegen den KRC Genk 2:4, 0:1. Europa League 3. Spieltag, Ergebnisse im Überblick, Datum, Anstoßgruppe, Spielgastergebnis 25. Oktober 18.55 Uhr, Raftsch Zürich Leverkusen 3:2, 125. Oktober 18.55 Uhr, AEK Larnaca Razgrad 1:1, 125. Oktober 18.55 Uhr, Salzburg Trondheim 3, 25. Oktober 18.55 Uhr, Leipzig Celtic 2, 25. Oktober 18.55 Uhr, Genit Bordeaux 2:125, Oktober 18.55 Uhr, Kopenhagen-Sil.
Prag 0:125, Oktober 18.55 Uhr Anderlecht Fenerbahce 2:225, Oktober 18.55 Uhr Spartak Trabzon Zagreb 1:225, Oktober 18.55 Uhr Sporting Arsenal 0:125. Oktober 18.55 Uhr Rikere Bergwörskla Poltava 0:125. Oktober 18.55 Uhr Millenbettis 1:225. Oktober 18.55 Uhr 91 Düdelingen Pirius 0:225. Oktober 21 Uhr Quillareal Rapid Wien 25. Oktober 21 Uhr Granger Spartak Moskau 25. Oktober 21 Uhr Frankfurt Apollon 25. Oktober 21 Uhr Marseille Lazio Rom 1:325, Oktober 21 Uhr Besiktas Kopgeng 2:425, Oktober 21 Uhr Salzburg 08 Malmö 1:125, Oktober 21 Uhr HRJS Lüttich-Fick Krasnodar 2:125, Oktober 21 Uhr Sevilla Kisar Berlevi 6:025. Oktober 21 Uhr Krenistin Kiev 1:225, Oktober 21 Uhr Kirpilwan Kastana 1:125, Oktober 21 Uhr Chilse Abarus Au 3:125, Oktober 21 Uhr Pauk Vidi FC 0:2.